Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Civilization 3. Mein Name ist Sinui. Danke, Herr Plötze. Wir geben uns jetzt auf nochmal nach Krenfels, um die Säuredrüse abzugeben an Johanna. Und mal gucken, ob sie halt nur diese meisterliche Rüstungszeugsgedöns kauft. Oh, was ist denn hier los? Banditen haben hier jemanden unten umgelegt. Boah, ein ähnlicher Bastard. So. Sagt er nicht sowas? So. Verdammten ähnlichen Banditen. Hierfür haben sie ein bisschen Geld bei. Die haben nicht eine Frau hier überfallen, oder? Hier? Oh, die haben mehrere überfallen. Wesentlichen Drecksäcke. Wäre eigentlich ein cooles Anfangsbild so gewesen. Ah, hallo, willkommen zurück zu The Witcher 3. Hier ist alles voller Leichen. Aber na gut. Wir begeben uns jetzt auf nach Krenfels. Meisterliche Rüstungsschmied. Ich finde das eigentlich übelst krass, dass eine so eine Nebenquest eigentlich so drei fette Endgegner so drin hat, möchte ich mal sagen. Ja, komm. Die Hunde stören uns das nicht. Also hier ist halt diesen Felstroll und halt jetzt hier diesen Erzgreif. Weil, ja, für den Nebenquest waren zwar coole Gegner, aber die habe ich eigentlich alle wieder gut genommen. Ach, hier ist schon ein Bandit. Das ist nicht dein Tag. Ach, ich habe keine Lust jetzt. Seid mir zu schwach. Halt. Wie lange? Weiter. Steck das Schwert wieder weg. So. In Krenfels war ja auch schon ein bisschen Unruhe gewesen im letzten Video. Hallo? Hallo? Weiter so, Plätze. Ja, da, die haben ja jetzt einen neuen Herrscher auf Krenfels oder einen neuen Baron. Weißt du, Hexer, was über die Leute reden? Obwohl ja der andere ja auch kein Baron war, war ja so ein selbsternannter Baron. Hä? Also, was geht denn hier? Gib mir die Münze. Komm, wir müssen den Stand aus. Meister Hexer, gib euch. Aha. Hier ist nämlich schon oder sowas. Halt's Maul, wenn's schnell vorbei sein soll. Der Mann muss sich konzentrieren. Ihr seid Hurensöhne. Alle. Halt's Maul, sagte ich. Was glotzt du so? Willst du der Nächste sein? Klar. Was ist hier los? Herr, meine Tochter, hilf uns! Meine Männer brauchen ab und zu Ablenkung, sonst werden sie unruhig. Das kann ich nicht zulassen. Und werde es auch nicht. Das dachte ich mir schon. Ergreift ihn! Stimmig alle zusammen! Oh. Ich glaube, das war's schon. Tut mir leid. Um den Krenfels solltest du einen großen Bogen. Mörder! Nimm uns nicht die Kiste ab. Wie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Ich sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. Oh. Heda! Soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Soll ich meine Frau einmal in der Woche schlagen oder mehrmals? Eieiei. Ja, früher war das halt so. So, hier steige ich auch mal wieder ab. Und ich gehe mal zu ihr. Jo. Du bist zurück. Und? Hast du die Säure? Na klar. Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt.
Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist, Fergus oder ich. Geralt, sie ist fertig. Ja. Sieht sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Ach du Scheiße. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? General, Joanna ist die Meisterschmiedin, nicht Fergus. Sie hat diese Rüstung angefertigt, um es zu beweisen. Um der Götter willen, Joanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest du mir helfen? Na klar. Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. Was hieß eigentlich draußen? Da gibt's kein drin und kein draußen. Teufel, ich bin nur gekommen, um mein Pferd beschlagen zu lassen. Oh. Okay. Sieht das für dich nach einer Rüstung aus, die Bolzen standhält? Entschädige diesen Mann. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung wert ist. Ich bleib einfach stehen. Ui. Sehr gut. So eine Rüstung brauche ich auch. Lebt er? Ja, aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf. Ich will mir die Rüstung ansehen. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wohin willst du, Zwerg? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Ja, klar und deutlich. Deine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Dann gehe ich wohl auch besser. Ich hole nur meine Sachen. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heiz das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Ja. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Komm, ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Ach, du bist so lieb. Dir stehen jetzt die Dienste eines meisterlichen Rüstungsspiels zur Verfügung. Bla bla bla. Aha. Warte einen Tag, während Joanna deine Rüstung schmiedet. Aber die weiß doch gar nicht, was sie schmieden soll.
Warte einen Tag. Na gut, da warte ich halt mal einen Tag. Meditation. So. Meditation. So. Hol dir deine Rüstung von Johanna ab. Ich weiß ja gar nicht. Hä, die weiß ja gar nicht, was sie machen soll. Ich bin einfach mal gespannt. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fertig. Ich habe die Verbindungen verstärkt und die Rüstung in Säure getaucht, wie es die Tradition meines Clans verlangt. Danke. Was schulde ich dir? Aber bitte. Ohne dich wäre ich gar nicht hier. Betrachte sie als mein Dankesgeschenk. Nimm sie. Möge sie dir gute Dienste leisten. Danke. Und du pass auf dich auf. Hexenjäger-Ausrüstung. Das will ich sehen. Oh, kann ich noch nicht tragen. Level 27 Hexenjäger-Ausrüstung. Cool. Cool. Was ist das Ding wert? 575, okay. So. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne. Ich brauche eine Ausrüstung. Ich brauche Rüstung. Es geht um eine Hexerrüstung. Aha, okay, gut. Auf jeden Fall möchte ich erstmal so verkaufen. Zum Beispiel hier Schicksal. Dead Rain, okay. Die behalte ich natürlich. Ne, ne, ne. Muss man aufpassen, was man jetzt hier drückt. Das kann auch weg. Was ist eigentlich mit dem Ding hier? Das kann glaube ich auch weg. 8 Kilo, Alter. Okay. Okay. Ein merkwürdiger Akzent. Kommst du aus Gellige? Aus Artskellig. Ich habe meine ganze Kindheit in Holmstein verbracht. Warum bist du denn ausgereist? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Schmiedekunst. Die ganze Zeit habe ich in der Schmiede gesessen. Ich liebte es. Die Wärme der Öfen, den Geruch vom heißen Eisen, das Donnern der Hämmer. Als ich 17 wurde, hat mein Vater gesagt, er könne mich nichts mehr lehren. Er hat mich in die Welt geschickt, damit ich noch besser werde. Nach ein paar Jahren wurde ich Schmiedemeisterin. Dann ist aber der Krieg ausgebrochen und so bin ich hier gelandet. Mhm. Ach so. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Wir können ja auch mal gucken, was sie jetzt eigentlich noch so geschmiedet hat. Aha. Oh, was ist das hier? Schallklappen, okay. Da habe ich glaube ich schon die besten. Mhm. Geht ja gar nichts weiter. Nein. Ach halt, warte mal. Können wir vielleicht noch... Nützliches? Nee. Andere Gegenstände, das können wir aber alles verkaufen. Oh. Hm, na gut, wenn es hier drin ist, können wir es verkaufen. Weg, 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 weg. So. So, wie sieht's? Ah, reparieren könnte man natürlich auch genau alles. So. Angriffshandschuhe, okay. Ich würde sagen, was anderes bräuchte man eigentlich noch gar nicht. Weil wir eigentlich schon so das Beste haben. Leb wohl. So, dann gucken wir mal, was hier noch so dran ist. Oh. Greif im Hochland. Ich glaube, die haben wir schon gemacht. Bestie von Erendorf. Gute Leute, bei unserem schönen Erendorf treibt ein gefährlicher Spuk, eine Bestie oder ein Teufel sein Unwesen und stiftet Verdruss, dem Tapferen, der es wagt, den Unhold zu erschlagen, ist nicht nur unser tiefste Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung gewiss. Wer mehr erfahren möchte, suche uns auf, fragt nach Sobemir, dem Ältesten.
Pferderennen? Nö. Guck mal, wir können hier mal... Das war noch die andere Quest. Der Greif im Hochland. Das hier brauchen wir doch. Ah, bin ich jetzt im Räumchen weg. War unschuldig wie ein Strauß Lilien. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Die Waren werfen. Ich habe gehört, dass es Probleme mit einem Greif gibt. Ja, er hat einige Dörfler nördlich von Krähenfels getötet. Die Leute haben sich beim Baron beschwert. Irgendwann hatte er genug von den Beschwerden und hat eine Belohnung auf den Kopf der Bestie ausgesetzt. Trifft sich gut. Ich könnte einige Kronen gebrauchen. Nun, die Leute erzählen viele schlimme Dinge über dich, aber ein Hexer bekommt seinen Lohn für getane Arbeit. Gut. ...25 Kronen? Schema Fährtenleserhose. Okay. So, nächste Quest. Hexeraufträge. Die Bestie von Ehrendorf. Das Rätsel der Morde von Kleinweg. Das Ding aus dem Sumpf. Ah, da müssen wir eigentlich auch nochmal hin. Genau. Der blutige Baron wurde blind vor Wut. Hat ihm die Haut vom Rücken gegerbt. Darüber reden die Leute in der Also wir hatten... Ich glaube, einen Nebeling getötet, genau. Und der Typ, den wir da aber, der uns bezahlen wollte, hat aber nicht genügend Geld da. Er hat gesagt, dass er das Geld auf jeden Fall noch holt oder wie auch immer. Und wir aber halt später nochmal zurückkommen sollen, um das Geld halt zu holen. So. Ich werde jetzt nicht die 1000 Fuß dahin reiten oder 1000 Meter. Hier unten. Waisendorf im Burgesumpf. Ach, da war auch schon lange nicht mehr. Gewinne Pferderennen, um dein Pferd besser Ausrüstung zu verschaffen. Ich habe schon die beste Ausrüstung. Scheißendreck. Kotzt mich an. Gibt es Besseres? So. Da lang. Ah, hier sind ja wieder. Böse, tote. Oh, ne. Recht ruhig. Hätte ich längst 2, 3 erwartet. Ah, da. Oh. So. Aufsammeln brauche ich jetzt erstmal nicht. Mal gucken. Da ist das Haus oder das Häuschen. Der hämmert dort noch von rum. Da hat bestimmt nichts passiert. Let's love. Was ist denn mit unserem Geld hier? Ein Hexer. Mein Gruß. Ich will mein Geld. Wo ist es? Da, nimm es. Doppelte Summe. Wie vereinbart. Ich halte mein Wort. Ja, beim zweiten Mal. Schon gut, danke. Und leb wohl. So viele Erfahrungspunkte. 520 Kronen. What the fuck? So, auf zur nächsten Quest. Hexeraufträge. Das Ding würde ich gerne machen. Und es ist sehr, sehr weit weg. Ich guck mal schnell auf der Karte. Hier ist auch noch eine Quest offen. Hier oben. Da ist oder was? Wir geben uns erstmal. Ne, ich sage hier. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Haut rein. Tschüss.